COD Winterspiele in Berchtesgaden. Egal ob Riesenslalom, Bobfahren oder Rodeln, für jeden der über 800 Teilnehmer aus COD-Einrichtungen in ganz Deutschland ist etwas dabei. Der Wintersport ist nur der Anlass. Das Ziel der Veranstaltung ist das Miteinander der vielen unterschiedlichen Menschen im COD. Der Kernpunkt der Winterspiele ist eigentlich, dass man die Gemeinschaft erlebt. Das ist es. Ob das jetzt mit Snowboard passiert, mit Zipfelbob, mit Schneeballschlacht, mit im Schnee einfach rumtoben, das ist völlig egal. Aber die Gemeinschaft erleben und das eine gelingende Gemeinschaft zu haben, das ist so der innere Kern von den Winterspielen. Das Event findet bereits zum 20. Mal statt. Diese 4 Tage Gemeinschaft und Spaß im Schnee haben für die Jugendlichen immer einen ganz besonderen Nebeneffekt. Die Wirkung, die Augen zu öffnen, dass es nicht nur mich gibt, mich mit meinen Stärken, mich mit meinen Schwächen, sondern dass es neben mir auch noch andere gibt, die haben andere Einstellungen, die haben vielleicht komische Einstellungen, die sehen vielleicht auch komisch aus oder haben vielleicht nur ein Bein oder gucken komisch, aber das ist alles okay so und es kann funktionieren. Also es ist eine gegenseitige Wahrnehmung, die da passiert. Wir arbeiten alle zusammen, wenn irgendwer als Beispiel jetzt hinfällt, sind sofort alle da und probieren zu helfen und insgesamt ist es sehr sozial hier. Zum Beispiel ich habe meiner Freundin gerade eben auch ein bisschen auf die Skier geholfen und ihr das beigebracht. Und ich finde das toll, dass man vor allem zusammen diese große Liebe am Wintersport halt macht und da Spaß dran hat. Damit diese Großveranstaltung reibungslos funktioniert, packen alle im COD mit an und tragen ihren Teil dazu bei. Denn auch für die Betreuerinnen und Betreuer sind die Winterspiele ein ganz besonderes Erlebnis. Bombenstimmung, super geiles Wetter, super schöne Traumabfahrten. Und es geht damit los, wenn man sich jetzt das allererste Mal auf dem Ski befindet und dann so eine Abfahrt schafft, dieses Gemeinschaft, das Erleben, dass da andere welche stehen, die einen anfeuern und dass man das auch alleine schafft, diese Herausforderungen überhaupt zu meistern, mit dem Rückenwind der anderen, das ist einfach unbeschreiblich, das ist top. Auch für die Verpflegung sorgen Teilnehmende aus COD-Einrichtungen. Viele angehende Küchenprofis haben hier ihre erste Bewährungsprobe. Sie zeigen auf erstklassigem Niveau, was sie gelernt haben. Bei so viel Bewegung dürfen es auch mal 2 Nachtische sein. Die leckere Stärkung ist wichtig, denn an der Bobbahn braucht es viel Mut. Dort, wo sonst nur Olympiateams trainieren, geht es mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h nach unten. Das war das erste Mal, dass ich diesen Eiskanal runtergefahren bin. Es war so ein Adrenalinschub, als würde man, wenn man schwimmen geht und dann von 10er runterspringen, diesen Adrenalinschub, den man dann kriegt. Also denkt, traue ich mich das jetzt oder nicht? Aber Hand aufs Herz, man muss einfach nur sich das trauen, dann schafft man noch alles. Es ist wahnsinnig schnell. Ich hätte erst gar nicht gedacht, da ich auch nicht die richtige Ausrüstung habe, ich habe keine Schneehose und keine Schneejacke, dass ich eigentlich nirgendwo mitmache. Aber heute Morgen das Rodeln und jetzt hier das Bobfahren, hat sich mehr als gelohnt. Neben der Piste werden die Jugendlichen dazu eingeladen, einen achtsamen Blick auf die Natur zu richten. Die Winterlandschaft von Berchtesgaden hat einiges zu bieten. Manche erleben hier das allererste Mal richtig Schnee und sind mit vollem Einsatz dabei. Lautstark angefeuert von ihren neuen Freundinnen und Freunden. Ich habe mit vielen Leuten hier getroffen und Spaß gemacht. Das finde ich ehrlich toll. Für Leute kommen hier, das ist natürlich Spaß. Ja, natürlich das Spaß. Alles super, alles gut. Alles gut. Am Ende der Veranstaltung gibt es eine große Feier mit Siegerehrung, natürlich mit Medaillen. Und zwar für alle, die dabei waren. Denn bei den COD-Winterspielen ist jeder Gewinner. Die bunte Mischung von Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen ist gewollt. Das COD will mehr vermitteln als nur Wissen. Über alle Angebote und Einrichtungen hinweg ist die Persönlichkeitsbildung ein wichtiges Ziel. Man kann mit Wissen viel erreichen. Wir sind aber alle angewiesen auf ein Miteinander, auf eine Beziehung. Und beziehungsfähig zu werden, ist elementar fürs Leben. Und man kann auch keine Arbeit nur mit Fachwissen, also keine berufliche Arbeit mit Fachwissen bewältigen. Das geht auch nur im Miteinander. Und deshalb ist dem COD das so wichtig, dass man zu einer Persönlichkeit wird und die Einzigartigkeit des anderen wiederum als einen reichen Gewinn für sich selber entdeckt.